Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Tomb Raider 1 und 2 in der Collectors Box. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tomb Raider 1 und 2 in der Collectors Box, das Ganze aus dem Jahr 2001 bzw. 2003. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, Lara Croft Tomb Raider 1 und 2 in der DVD Collectors Box. Limited Edition lesen wir hier unten noch. Das Ganze kommt hier in so einer Box, die ist ziemlich stabil und hart. Lara Croft Tomb Raider, Römisch 1, Römisch 2, DVD Collectors Box. Und dann haben wir hier noch einen Sonnenaufgang bzw. Untergang, also hier an der Weltkugel, am Rande der Welt. Auf der Seite folgender Schriftzug. Ansonsten oben und unten in schwarz. Hier haben wir dann noch die ganzen Infos, die technischen Details, Barcode, das Ganze ab 12 Jahren freigegeben. Und auf der Rückseite haben wir die Info, was sich hier genau drin befindet. Also sind eben die beiden Filme, Tomb Raider plus Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Verschiedene Discs. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ja, also das Ganze lässt sich hier aufziehen. Dann ist der Karton hier leer. Und als erstes kommt uns hier das Cover entgegen des ersten Teils. Also das ist Tomb Raider. Und auf der Rückseite haben wir hier den zweiten Teil, nämlich die Wiege des Lebens. In beiden Filmen natürlich Angelina Jolie in der Hauptrolle. Hier auch nochmal beschriftet. Und dann klappen wir das mal auf. So. Diese Edition wird beim Aufklappen echt riesengroß. Wir haben hier diverse Szenen aus den Filmen. Hier geht es dann weiter, ebenso hier. Und dann können wir hier alles aufklappen der Reihe nach. Auf der linken Seite geht das Ganze los. Und zwar mit dem ersten Film, der sich da eben einfach nur Tomb Raider nennt. So, hier haben wir mal die Infos zum Film. Einerseits natürlich der Film an sich auf DVD 1, dann auf DVD 2 die Specials, auf DVD 3, das ist besonders spannend, hier haben wir tatsächlich das Game. Okay. Dann geht es weiter mit den Infos ihrer Vorgeschichte, dann haben wir hier wirklich noch ein Handbuch, wie man das Spiel installiert. Und sogar die Spielsteuerung ist hier in diesem Booklet erklärt. Welche Tasten was bedienen, Spielstart, okay, also hier geht es wirklich mehr dann noch um das Spiel als um den Film. Heftig, also all das hier zum Spiel und hier dann nochmal DVD-Kapitelübersicht. So, weiters haben wir hier ein Mini-Poster mit dabei. Auf der einen Seite haben wir hier Lara Croft mit dem Schriftzug hier, also in ihrem klassischen Outfit. Und auf der Rückseite, etwas freizügiger, das ist dann die Lara Croft aus dem Videospiel, die hier scheinbar gerade am Strand liegt. Ja, sehr freizügig. Dann packen wir das Ganze hier wieder rein, ebenso wie das Booklet. Und kommen zu den einzelnen Discs, also zu den DVDs, also auch zu der Game Disc. Das ist die DVD Nummer 1 mit dem Film, ist auch hier beschriftet, mit Disc 1 Hauptfilm. Dann Disc 2 mit Specials und Disc 3 mit dem Spiel. So, das war's zur linken Seite und auf der rechten Seite geht das Ganze dann natürlich weiter. Und hier haben wir dann auch wieder, Moment, auch wieder ein Booklet. Das schauen wir uns mal an. Das ist jetzt, glaube ich, etwas dünner. So, einerseits haben wir die DVD mit dem Kinofilm, dann haben wir die DVD mit den Special Features. Ja, genau, hier geht es dann los. Dann DVD 6 ist auch wieder ein Spiel, oder was? DVD-ROM. Demo-Version. Aha, okay. Also kein vollwertiges Spiel und hier nochmal die Kapitelübersicht. So, also was haben wir hier? Wir haben hier die beiden DVDs. Einerseits der Hauptfilm, die Wiege des Lebens. Dann haben wir hier das Bonusmaterial. Und dann hier noch
Windows Media High Definition. Okay, also diesmal drei DVDs hier mit dabei. Und wenn man das Ganze dann wirklich komplett aufklappt, dann gibt das hier noch ein riesen Panorama. So, wir werden das Ganze einfach mal umdrehen. Ich hoffe, dass hier alles hält. Ja, sieht gut aus. So, also hier geht's los. Und hier diese ganzen aneinandergereihten Szenen ergeben dann dieses Gesamtbild. Also das ist auf jeden Fall mächtig gestaltet. Gut, dann packen wir wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einerseits natürlich die beiden Filme, Tomb Raider, die Wiege des Lebens, also auch Tomb Raider, also Teil 1 und Teil 2. Dann haben wir das Spiel mit dabei und jede Menge Bonusmaterial und Special-Sachen auf DVD. Das alles inklusive noch des doppelseitigen Posters und der beiden Booklets. Das alles in dieser wunderbaren Box, Tomb Raider in der Collectors Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr Tomb Raider unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.